Willkommen zurück zum Delta Force Taktik Shooter und wir sind immer noch in Charts unterwegs. Ja, Musik dreht wieder völlig hohl. Ist in Ordnung. Darf es euch. Ja, das letzte Mal leicht verbuggt die Mission. Danach nicht mehr so doll. Aber wir haben ihn bekommen. Genau, das mit dem Konvoi, der einfach nicht sterben wollte. Wir rumgeirrt. Ich hab's mal so gelassen und die. Davor war was? Ne, Snake Eyes war auch noch mit am Start. Da haben wir eine große Mission gehabt. Das mal, yay. Heute kommt entweder Metal Hammer oder Dust to Dust. Destroy the CNLF, the Chad's National Liberation Force Communications Post, designated objective Rumble. Ja, Rumble, das ist mal genau richtig. Lassen wir es ein bisschen krachen. Vielen Dank, Musik. Your insertion point is approximately 640 meters northwest of Objective Rumble. Starten links oben. Müssen da runter. Diesem komischen Krater oder was das ist. Proceed through your checkpoints to a position overlooking the objective. Wird wahrscheinlich dann 4 sein. Destroy the CNLF Comm Tower and Satellite Uplink Dish. Ah, zwei Sachen wegrotzen heißt Granatwerfer. Nehmen wir den. Wir können mal was sprengen. Ne, können wir nicht. Ach, mal schauen. You are authorized to engage and neutralize any CNLF forces that attempt to interfere with your mission. This mission, der Zeichen fehlt, will be a success once you have destroyed your objectives and reached your extraction point by 6. Alles klar. Hingehen, Kommunikationsturm und Satellitenschüssel platt machen, dann haben wir es geschafft. Da geht's los, hier endet's. Ne, hier endet's. Und hier machen wir Bumm. Rumble halt. Expected enemy forces. Charlie team has conducted special reconnaissance of this facility and its surrounding area. They report it is guarded by 2 platoons. Wie groß ist jetzt ein Platoon? Of CNLF troops. The majority of those troops stand guard at the objective. While small teams patrol the perimeter. Okay, also ein Platoon wartet hier auf uns. Das ist aber natürlich ganz nett. Da hat das gute Charlie team rausgefunden. Endlich sind sie mal zu was Nütze. Die meisten stehen im Objective rum, in diesem komischen Rumble-Ding hier. Und der Rest läuft außen rum. Aha. So, was haben wir zu tun? Ach ja, natürlich. Allied. Mhm. Auf die kommt's an. Has taken up a position in the ruins approximately 260 meters south of the objective. They will support your assault on the center and then rendezvous with you for extraction. Ja, die machen halt da mit und dann treffen sie uns und dann geht's nach Hause. Oder auch nicht. Situation. The combined information from the captured CNLF lieutenant and the laptop computer, stimmt auch was, have given the JFSOC the location of 2 key CNLF facilities. Das wissen wir doch schon. A training base and a C3 post. Special Operations Command believes that information regarding the location of the hostage may be located at these facilities. Due to the strategic importance of the C3 post to CNLF operations, it is considered a higher priority than the neutralization of the training facility. Ja, am krassen Laptop-Computer, Laptop muss man auch sagen, glaube ich, zwei Lokalisationen wurden ausgemacht, die wichtig sind, dass hier Kommunikationsbunker oder Dingenskirchen, das muss weg und eine Ausbildungseinrichtung. Das hier hat Vorrang, deswegen machen wir hier alle. Tja, die wollen, dass wir das hier wegmachen mit Granatwerfer. Klingt verlockend. Ich nehme einfach mehr Munition mit. Lassen wir es mal krachen. Und legen direkt los. So krassen wir nämlich heute mal unterwegs. So, alles läuft. Jawohl, Sir. Wir müssen irgendwo hin. Und zwar erstmal einen langen Fußmarsch hinter uns bringen. Na, ob das gut geht. Durch die Wüste hier. So, was haben wir hier? Feindbewegung. Scharfschützen auf 12 Uhr. Ne? Sieht gut aus, ne? Gut. Dann. Und schon geht's los. What? Alles klar. Oh, Mann. Das darfst du echt gar nicht mehr erzählen. Oh, Mann. Schön in die Ferne und wie so ein Dorftrottel über den Haufen geschossen worden von so bei einer, die 5 Meter neben uns stehen. Oh, wie schlecht, was war das denn? Okay.
Ja, manchmal frage ich mich wirklich, wie komme ich durch den Tag lebend? Naja, andere stellen sich die Frage nicht mehr. Tja, kurz vom Level Up. Level Up, so geht's manchen. Gut, weiter im Text. Was wollte ich? Ach so, den Weg. Wo? Hier kommen wir ruhig weiter. Laufen wir einfach mal die Punkte ab. Aha, was ist das denn hier? Ich gesehen, der Drecksack. So, und das Moped fährt weiter. Oh, oh. Achso. Komm, wir haben's eh. Wir haben's doch eh. Schön im Motorblock. Bis das Ding zerplatzt. Da bewegt sich was am Horizont. Tja. Vogel? Wo schieße ich eigentlich hin? Ah, okay, doch nicht so weit vorhalten. Geil. Fast ein ganzes Magazin in den Kollegen reingeprügelt. Aha. Tja, wer doof guckt, kriegt direkt ein paar gelangt. Okay, ich würde sagen, ja, wir begeben uns nach Osten, bewegen uns nach Osten und dann schießen wir die. Ne, das Süden, ne? Süden, umgedreht ist dann westlich der Basis. Ja. Wenn der Kompass auf dem Kopf steht, aber wenigstens kann ich ihn lesen. Doch heute sogar Leute, die können die analogen Uhr nicht mehr lesen. Was heißt denn das in Zahlen? Da denkst du auch nur, mein Gott, Walter. Genauso wie Leute keine Dialekte mehr verstehen. Wenn wer ein gescheites Deutsch schwätzt, dann gucken die da doof. Ist mir vor allem aufgefallen bei Leuten aus dem Norden, ne? So Norddeutsche haben da irgendwie ein Problem damit, mit allem, was nicht Norddeutsch ist. Komisch. Stimmt denn da oben nicht? Ist die ein bisschen dumm oder so? Kleiner Scherz. Wir haben andere Feinde im Land. Wir sollen nicht mit so einem Quatsch wie oben, unten oder links, rechts oder sowas. Oder Ost-West kämpfen, oder? Müssen wir uns nicht aufreiben lassen. Divide et impera, sage ich nur. Ja, Teil und Herrsche. Kennen wir ja alles. Aber es ist natürlich alles nur Schwurbelei. Gibt's gar nicht. Alles super, alle lieb und Vater Staat weiß schon, was wir wollen, was wir müssen und was wir tun. Ja, pass auf. So, genau, ich pass auf deinen Kopf. Denn du passt ja nicht auf deinen Kopf auf. Rein nicht so. Boah, da bewegt sich was. Könnte auch ein Vogel sein. Herein, wenn's kein Schneider ist. Ei. Nein, 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 nein. Dust to Dust, okay. Bitte? Warabu. Da Abu. Abuze, weg mit dir. Was reden die mal von ihrem Abu? Was ist hier, Tausend eine Nacht? Ich denke, wir sind im Chart. Wir sind im Chart so viel. Ich will jetzt nicht sagen Turban-Gesindel, aber, ne? Sind natürlich ihr Leute. Anderer Couleur rumlaufen? Ich weiß nicht. Chart? Ja, bitte? Ah, ja. Die Tracer. Tracer zurückverfolgt, da ist er, ne? Halb links. Taster. Ist er das? Wer steht da nicht drauf? Ist er? Auch nicht. Sehe ich es nicht? Bin ich blind oder blöd? Oder beides? Sag mal. Zeig dich. Feigling. Okay, dann komme ich halt. Pass auf, jetzt gibt es einen Satz heiße Ohren. Tok, tok, tok. Ne? Da. Ne, diese dümmlichen Kakten. Soll ich hier? Hallo? Hallo?
waren wohl bloß Ratten. Ach, guck mal. Ein dummer Vogel. Diese dummen Vögel. Besser als jede Attrappe, die sie irgendwo hinbauen. Hallo? Ah! Ja, komm jetzt. Die Drama Queen. Mach doch ein Video und veröffentlich es auf Instagram oder Twitter oder was auch immer es da für eine soziale Scheiße heute gibt. Oder eher asozial. Die asozialen Medien. So. Ah ja, das sind wohl die beiden Herrschaften. Granatwerfer, Feuer. Tja, der guckt da doof. Oh, müssen wir drei links? Antenne is down. The dish is down. Move to extraction point for rendezvous with Black Widow. The dish is down. Black Widow is approaching the LZ. Bravo. We've ja. Got your escape. Toll, ich fühle mich gleich viel sicherer. Hey, pass mal auf. Kannst aber treiben. Alt! Hoffentlich ist das Black Widow. So, heute werden wir alle weggegranatet. Oh, keine Gefangenen. So, da hinten müssen wir hin. Kriegen wir hin. Es sei denn, wir haben eine Chance auf den Weg dahin. Das wäre schlecht. Ja, wir müssen uns eigentlich beeilen. Ah ne, der bleibt ja ewig stehen, schätze ich mal. Vielleicht eröffnet er noch das Feuer. Das wäre natürlich komplett Premium. Sagt man so, ne? Deluxe oder Premium. Oder sagt man das schon nicht mehr? Ach, was weiß ich. Was sagen denn die Kids von heute so? Mega. Das ist mega. Oder cringe an ist wie was anderes. Okay, der macht schon mal den Motor aus. Das finde ich super. Der CO2-Abdruck ist ganz wichtig. Oh Mann. Oh, das ist mir letztens auch wieder aufgefallen, als ich mal mit dem Bus, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel Bus fahren musste. Ist das fein? Nee, ist tot. Da ist mir das auch wieder aufgefallen. An jeder beschissenen Haltestelle macht der das Licht, nicht aus. Den Ton, den Motor ausmachen. Was soll das denn? Was ist das für ein neuartiger Schrott? Ist alles dieses Märchen vom CO2-Abdruck, gell? Alle geisteskrank. So, Tag. Wie? Wir sind fertig. Hallo? Wie? Extraction Point? 50 Meter da drüben. Die holen mich jetzt nicht. Das ist nicht. Ist das euer Ernst? Tatsache. Rechtags. Okay, 25 Mann gekillt. The destruction of the objective by Bravo Team has eliminated the ability of CNLF leaders to coordinate their remaining forces. This action has greatly increased the ability of Delta forces to safely extract the hostages during the rescue mission. Bravo Team is ordered to stand by for orders regarding their next mission. Ja, wir müssen also eine Pause machen, aber war schon super. Hat mir super geholfen. Die Führer der Feinde können nämlich ihre Truppen jetzt nicht mehr gut organisieren. Das hat uns einen großen Vorteil verschafft, damit wir die sicher irgendwelche Geiseln rausholen können aus den umkämpften Gebieten. Mit der Metal Hammer. Pacify, finde ich auch so ein schönes Wort, so wie Friedenskrieger. Wir müssen quasi friedensstiftend wirken. Was sind wir da mit Granaten, mit Unterlaufgranaten? Pacify the enemy training base, designated objective flare. Okay. Also an einem Ort gebündelt jede Menge Spaß. Das schreit auch nach einem Maschinengewehr, oder?
execution. You will be inserted into a secure position approximately 460 meters southwest of objective Flare. Proceed northeast through your checkpoints to the objective. Move in and eliminate all personnel in and around the base. After the objective has been neutralized, move directly to your extraction point. Success in this mission depends on eliminating all CNLF personnel at the base. Da landen wir, da müssen wir rein, durchlaufen, alle erschießen, dann haben wir es geschafft. Simpler kann es eigentlich gar nicht laufen heute. Sein ist total krass. Was haben die denn? Expected enemy forces, according to notes from the acquired computer. Ach, der Laptop-Computer, was? Der Laptop. This base is staffed by 2 to 3 platoons. What? Was ist denn ein Platoon bei denen? 20 Mann? 12 Mann? Ein Platoon, eigentlich 30 Mann, so ein Zug vielleicht, Zugstärke. In various stages of their training, plus multiple trainers and command personnel. Due to both training and strategic purposes, this base has a higher than normal number of troops patrolling its perimeter. At this time, there is no indication of heavy weapons at the base or the possibility of the base receiving air support. Warum erwähnen Sie es dann? Keine Luftunterstützung, keine schweren Waffen hier drin in dem Trainingslager. Eigentlich total super. Ich hoffe mal, das bleibt so. Also 2 bis 3 Platoons oder vielleicht Züge sind hier in various stages of the training. Also ein paar gute, ein paar schlechte gibt's hier. Okay. Ein paar Trainer sind noch am Start und das Personal. Due to both training. Okay. Also hier ist jede Menge Viehzeug unterwegs. Allied Supports. Alpha Team's insertion point will be approximately 715 meters southeast of the objective. They are tasked with suppressing enemy positions on top of the objective's buildings. Charlie Team, also die geben Rückendeckung sozusagen oder feuern dann quasi von oben auf die Häuserdächer, dass die Dächer sauber sind oder was auch immer. Charlie Team will be inserted into a position approximately 550 meters northeast of the objective. They will attack the objective's eastern flanks and then continue into the objective to assist you in sweeping buildings. Once the base has been pacified, all teams will move to the extraction points. 6 wahrscheinlich. Also durchlaufen. Die kommen von oben, von Osten. Schießen von Osten, die anderen von Südosten wahrscheinlich. Und dann wird hier schön geballert. Und die helfen natürlich dann beim Stützpunkt klären. Ja klar. Wer es glaubt, wird selig. With the destruction of the enemy C3 facility accomplished, there remains only one priority. Operation before the hostage rescue attempt can be launched. The go-ahead for the destruction of the CNLA base has been issued by the JSOC. Super. So, das komische Kommunikationsding ist weg. Das ist hier die letzte große Aufgabe. Und dann können wir die Geiseln befreien im letzten Schritt. Ja. Mir steht der Sinn nach Maschinengewehr. Los geht's. Oh, bei Nacht? King 6 is Black Widow. Alpha's in the LZ. Charlie's on his way to his LZ. Ja. Black Widow to King 6. All insertions are complete. Heading to the house. Okay. Die heading into the house. Wir gehen schon nach Haus. Nach Haus. Da waren gerade 2 Mann. Laufen weiter nach rechts, das ist gut. Ach, das ist offener, als ich gedacht habe. Ich dachte, das sei irgendwie ein krasser Canyon hier oder sowas. Und die hätten. Sehr gut, Charlie. Was mit Alpha? Alpha, report in. Alpha. Roger. Sprich, du Hund. Du Hundeteam. Aha. Hat er irgendwas mit deiner Mutter gesagt? Deine Mutter. Okay, es geht doch. Mit Tracern ist das schon möglich, auch ohne Fadenkreuz, aber mit ist natürlich immer schöner. Heute mal hoffentlich die... Ah ja. Alpha, ready. Machen sie wieder spannend. Bisschen Drama, wäh. Die sind auch weg. Aber wo bin ich eigentlich? So, wir sind noch nicht mal im Ansatz dort. Da hinten ist das irgendwo. Das
Trainingslager von mir aus. Von mir aus immer darauf achten, dass sich ja nichts irgendwo bewegt. So wie das zum Beispiel. Den haben wir. Einer ist zum Haus runtergelatscht. Nein, ich habe ihn erwischt. Sieht nicht so aus. Boah, man erkennt so wenig. Und im späteren ist das ja auch nur so eine komische, so eine Night Vision Blase gewesen. Der Rest war dann wenigstens, naja, so einem schönen Schwarz-Weiß gemalt, weil halt dunkel mehr oder weniger. Nachts sind ja alle Spiele grau. Aber hier alles in so einem ganz penetranten Grün angemalt. Kann man auch machen, ja. Achtung. Hier ist nichts. So, die Häuser schnappen uns natürlich auch erstmal. Räumen ein bisschen auf. Alles gut. Ja. Ich denke mal, die Engine macht es auch nicht wirklich her, dass man hier mit irgendwelchen Taschenlampen rumläuft. Am besten noch mit dynamischem Licht und so ein Quatsch. Nee. Das. Da war die Engine leider nie fit genug, glaube ich. Aber ginge das denn? Weil Voxel-Landschaft hat ja auch die, die Engine von. Von Outcast. Ach, guck mal, den haben wir doch erwischt. Und da konnte man ja auch mit irgendwelchen Granaten und sowas durch die Gegend feuern. Gab es da dynamisches Licht? Ich weiß es gar nicht. So, das ist der Eingang. Aber schön erstmal um alles rumlaufen. So. Feindfrei. Das finde ich mal gut. Ja, das müssen wir gleich die tatsächliche Basis angehen. Ja, momentan bin ich noch guter Dinge. Ah. Natürlich schön, wenn man irgendwie mal so ein zweites Wölfchen noch dabei hätte, zumindest. So, naja, Halo-Style halt. Ich meine, so abwegig ist es ja nicht, dass ich mir irgendwie noch so ein Gewehr über die Schulter hänge, oder? So ein Präzisionsgewehr vielleicht, für wenn mal was ein bisschen weiter weg ist. Und das ein oder andere Magazin, komm, Platz ist in der kleinsten Hosentasche. Da muss man jetzt auch nicht rumheulen. So viel Ballast ist das ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn vor allem man, anders als wenn man in Rollenspielen sein Essen aufisst, ist es ja tatsächlich mal ein, man wird gewichtlos mit jedem Patrönchen, das gefeuert wird. Warum? Klar. Macht Peng. Und die Hülse bleibt auch liegen. Und da hat man noch ein paar leere Magazine. Was sind das da? Das ist aber nicht die Basis, oder? Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da müssen wir längs. Also muss ich doch mehr oder weniger dorthin. Okay. Aber wenn ich die Karten so angucke, habe ich immer das Gefühl, die sehen anders aus, wenn ich sie im Mission Briefing angucke. Ach, ob man da vielleicht auch die andere Sicht machen kann, so wie das hier mit den F-Tasten. Wer weiß. Ich sehe es. Ein MG-Nest. Er hat aber in die falsche Richtung geschaut. Warum? Hat vielleicht, haben Alpha und Charlie schon Lärm gemacht? Oh, jetzt habe ich richtig Bock bekommen auf sowas wie Ghost Recon. Was gibt's noch? Hidden and Dangerous. Wobei das natürlich wieder die guten, das sind die guten Briten, die bösen Deutschen beschießen. Weiß ich nicht, muss das immer sein? Ist nicht langsam mal gut mit der Märchenstunde? Oh, das ist ein bisschen älterer Spieler, aber mein Gott. Aha, da sind welche in der Hütte.
Paar sitzen drin, einer ist unten. Jetzt muss ich nachladen. Boah, das ist aber krachen. This is Charlie. We're moving in. Auch noch. Ich schieße auch nur auf Pixel, die sich bewegen. Oder auf Voxel, die sich bewegen. Obwohl, die Gegner sind ja alle nicht in Voxel. Genau wie die ganzen Sandsäcke. Also alles, was hier draufgestellt ist auf die Landschaft, ist dann nicht mehr voxelig. Voxelös. Charlie, coming over the hill. Sehr gut. We have shooters, rooftop. Ach. Okay, die machen mit. Jetzt kommen wir. Ihr macht die mal weg, die Shooters. Ah, oh, ihr Schwachköpfe. This is Alpha. Charlie is down. Charlie is down. Ach, im Gebäude. Ah ja. Hinter der rechten Hütte. Ah, shit. Da was? Ja, da war was. This is Alpha Team. Open in. Ah, sauber, die moven endlich mal in. Das finde ich gut. Dass sie endlich mal ihren in Ass moven. Was ist das? Gut, dass ich reichlich Munition dabei habe. Ja, ja. Durch. Wir können dich ruhig bewegen, ne? Wenn ich sogar tatsächlich mal toll. So, wer ist jetzt alles down? Kommt schon, Leute, seid ihr mit mir down? Oder was ist hier los? So, wir haben noch was. 600, 700, 900 Schuss. Oder 700, ich weiß es gar nicht. Scheiß die Wand an. Der hat mich jetzt... All King Elements, Bravo is down. Abort Mission. I say again, abort Mission. Pull back to secondary Lima Zulu. Ja. Lima Zulu. LZ heißt Landing Zone. Wer hat uns da jetzt erschossen? Welches Miststück? Ich hoffe mal nicht, dass wir uns durch die Wand erschossen haben. Das kann nämlich sehr gut sein. Oh. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder hier bin. So. Nächster Versuch. Liegen. Ja, die kommen gerade an. Bin immer noch westlich der Basis. Die ganze Action darf man natürlich nicht verpassen. Wir haben Shooters, Rooftop. Shooters Rooftop. Ja, dann knallt's ab, wenn's recht ist. Wer schießt da? Ist das jemand? Nee, der zuckt. Zuckt nur alles. Oh. Ja, ja, ja. Charlie 1 ist down, Charlie 2 ist down. Alle sind so down. Die Downies. Was soll man dazu noch sagen? Ja, ja. Ayuga würde ich auch sagen. Wisst ihr, was das heißt? Da hinten ist jemand. Ist gerade einer rechts gelatscht. Dürfte jetzt hier gleich rauskommen. So, einfach mal. So, so. Ja, Mokra oder sowas. Ah, kann man wieder spähen. Aha! Das ist meine Art von Intel.
Ich glaube, zwischendurch reicht es wieder raus. Achtung. Die Plätze fertig. Besser. Wird da gerade wieder einer. Nö, nö, ich bleibe mal hier schön hinter dem Sandsack. Hinter der Sandsackbarriere liegen. Ich lasse mich hier nicht stressen. Alles richtig. Ha, Eingang. Eingang Zelt war einer. Lass das mal sein mit dem Gezucker hier. Grafikspasmen, die brauchen wir nicht. Gib mir diese Zuck. Halt. Ist das einer auf dem Dach? So, jetzt mal ins Fenster den Rest. So, können wir nachladen. Schießt schon wieder jemand? Hm. Wie mache ich das am besten? Also Alpha kam von wo? Von oben oder von unten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hier oben in der Hütte sitzen sie drin, aber das ist doch... Ist das... könnt ihr das einsehen? Und da sind noch welche hinter dem Gebäude. Ist ja krass, diese Wallhacks. Ach, jetzt schlagen sie ein. So, so. So, so. Herrschaften. Ich würde gerne mal ran an das Gebäude. Ist da oben noch jemand? Ja, das ist ja... Ist ja unerträglich hier, das Gezucke. Ja, ja. Ich würde gerne ans Gebäude ran. Ah, ja. Irgendwo rechts oben. Kommt schon der Beschuss rein. Wo kommt denn das her, verdammt? Die schießen aber nicht durchs Gebäude durch. Das fände ich aber sehr unangenehm. Und auf die eigenen ist natürlich wieder kein Verlass. Oh, wenn man nicht alles selber macht. Ich möchte nicht zu lange rennen, nicht dass ich dann doch nochmal irgendwie was einfange. Ein Kügelchen. Hey, wo ist das Kügelchen? Ah, hinter dem Autochen. Wieder einer weniger. Guck mal hier in dem Haus. Den habe ich. So, man könnte natürlich die Autochen kaputt schießen. Oh, so nicht. So, jetzt wissen sie gleich mal, wer der Chef ist. Oh, oh. Zack, erschossen. Ah, da. Oh, Feind. Ah, rechts an der Kante steht einer. Schnell wieder. Aha. Da in dem Gebäude sind auch noch welche, aber ich glaube nicht, dass ich die von hier erwische. Okay, jetzt. Weiß halt. Ja, genau, da hinten sieht man es. Ach, das Haus kennen wir doch aus dem Zweier, oder? Haben wir schon mal ein bisschen Häuserkampf gehabt. Hier hilft alles nichts, oder? Ran! Ran ans Gebäude! So, hinschmeißen. Bisschen zickzack. Control the camp. Charlie and Bravo move inside the structure. Gut. Oh je. Jetzt die Frage, sind hier noch weitere Leute draußen? Ja klar. Und auch hier Gebäudereinigung. Wer erschießt denn die gerade? Also Alpha lebt oder wie? Nummer 11 lebt. Hä? Wer macht es?
Traue mich gar nicht ums Eck zu laufen. Komm ich in das Gebäude rein? Nein. Stressig. Ja. Wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich das jetzt selbst nochmal. Ich denke mal. Hat man dann genug gesehen? Genug gelitten? Wer erschießt hier alle? Und leben unsere Jungs noch? We have shooter south. Check south. Check south. Was? Südlich des Gebäudes. Also hier drin, Süden. Ach, ist wieder die alte Leier, ne? Südlich von? Oder im Süden von? Oh, du dummer Alpha. Ist das Alpha 1? Ich glaube ja. So sitzen die mittendrin. Was machen die denn? Ach, die gehen tatsächlich die einzelnen Räume ab, oder wie darf ich mir das vorstellen? Die machen das Licht aus. So. Zelte haben wir noch und hier diese lustige Hütte, wo wir wissen, sind noch zwei Stück drin. Oder er hat sie tatsächlich erfolgreich eliminiert. Aber wir wissen auch, dass da oben... Oh, hier hat er erwischt. Ach krass, der war echt mal fleißig hier, der Kollege. Da ist er. Jetzt läuft er gegen die Wand. Na egal. Jetzt darf er dumm sein, davor hat er alles richtig gemacht. Junge, okay. Das war nicht gut. Gut, dann halt nicht. Dann eben nicht. Aber das hat mir schon gefallen. Das angeschossen werden eher nicht so, okay. Ich kann mich aber leider nicht zur Seite lehnen. Das würde ich hier wahnsinnig gerne machen. Und einfach mal jetzt um die Ecke guckt, aber... Geht nicht. Ist keine Option. Okay, da kommen wir vielleicht nicht rein. Okay, da ist eine aufgemalte Tür. Da ins Zentrum kommen wir rein. Ich glaube, da war keiner. Hier meine ich aber... Ich habe gesehen, dass da noch was zuckt. Ja, Tatsache, das kennen wir noch. Jetzt auch mit so krassen... Stahltüren, als wäre es so ein Maya-Tempel. Ach Gott. Gebäude. Ach. All King Elements, all King Elements, Bravo is down. Abort Mission. I say again, abort mission. Pull back to secondary Lima Zulu. Ja, ich hätte eine Handgranate reinwerfen sollen, aber ich dachte, dass der mich auch nicht sieht, so wie der andere, dass ich schneller bin. Ganz schön dumm. Egal, jetzt enter to end mission. Ja, ich muss das nochmal selber machen. Das geht so nicht. Was ist denn der Abschlussbericht? Das Bravo-Team war unfähig. Ja, natürlich. Was unable to fully pacify the CNLF training base. Because of the strategic value of the base, another assault must be launched. The JF-SOC has ordered all Delta Force teams to stand prepared for another assault on this objective. Ja, ist so wichtig, wir müssen nochmal ran, müssen halt andere machen. Aber ganz sicher nicht wir. Ja, das ist aber ganz schön schwer, muss ich sagen. Gerade dieser Häuserkampf mit diesem komischen, mit dieser klobigen Steuerung, das ist schon wiederum nicht so gut. Da bemerkt man ganz schnell die Schwächen, aber so auf großer Distanz ist das schon machbar. Selbst mit dem Maschinengewehr. Ja, wie gesagt, ich mache das nochmal für mich. Ja, hier geht's weiter beim nächsten Mal mit der nächsten Mission. Das wird ja wohl nicht das letzte gewesen sein. Da haben wir keine Geisel befreit und die, das ist ja also die Hauptaufgabe hier bei diesem komischen, bei diesem Chart-Feldzug. Ja, beim nächsten Mal mehr von Delta Force. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.